So, wie züchte ich denn 10 verschiedene Wesen? Muss ich jetzt die da rausnehmen und einfach 2 andere rein, oder? Oder was? So Knuddelmuffs-Dinger, oder? Wo sind sie denn alle? So. Mondkalb männlich. Jetzt brauche ich noch einen Mondkalb weiblich. Das glaubt Professor Howe nie. Bist du weiblich? Du bist auch männlich. Du hast einen Pimmel. Du bist weiblich. Hä, was hat er denn jetzt gefangen? Jo, pass. Eben. Ich stehe drauf. Das mit den Arsch versohlen, während ich an dem Busen knete. Das ist mein Ziel. So. Ihr macht jetzt hier Bumsen, bitte. Was? Ja, na sicher. Glaubst du, ich lasse jetzt hier unberührt the body? Hier ist alles leer. Also erstmal zu dem Stall. Wann kriege ich denn eigentlich die nächste Besenverbesserung? Würde mich auch mal interessieren. Wenn ich in eine schwierige Lage gerate, nutze ich zuerst Protego. Falsche Richtung. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Sind sogar männlich und weiblich. Hä, ich kann das hier gar nicht kaufen, so eine Vergrößerung. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Paddy, ich putze mit meinem Penis. Also ja, ich kann gerne mal zum Putzen vorbeikommen. Ich habe auch kein Problem damit, dass Simi vergeben ist. Die wird von mir trotzdem bepimmelt. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Nein, dann nicht. Wie schnell sie zurückrudert. Da hat sie dann doch Angst. Ja, ich finde die schon, keine Sorge. Immer dem Gestank nach. Ich hoffe, Mary und ihre Nachbarn... Den Gestank der Verliebten. Sir. Ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belassen. Ja, dann hau ab, Mann. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arrinshire. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Spinnen machen mir nichts aus. Töte die halt einfach. Sie werden überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Brauchst ja auch keine Angst vor mir haben. Aber ich gehe davon aus, dass wenn du mich live siehst, direkt in deinem eigenen Bart ausrutschen wirst. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Können Wasserfall, sage ich nur. Wasserfall.
Ich werde mein Bestes geben, Mr. Dunn. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arranger liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Wo ist denn... Lawley ist nicht sehr erfreut über den Einbruch. Ich... Nachher, hast du jetzt, siehst du, jetzt gehst du dich doch noch mal ein bisschen befummeln, gell? Jetzt habe ich dich wieder ein bisschen geil gemacht. Ist schon wieder soweit. Ich weiß nicht, ob es noch ein Nachher gibt. Also, weiß ja nicht, wie lange ich noch da bin. Das muss Arranger sein. Ich sollte mich auf die Suche nach Spinnen machen. Habe ich jetzt gemacht? Der hat einfach einen Trank genommen, der Vollidiot. Aggressiver als ich dachte. Bombarde. Lazio. Protego. Aua. Lazio. Defendo. Bombarde. Warum schießt der eigentlich immer in den Boden? Ich verstehe das nicht. Was war das jetzt? Sicher die letzte. Eine flammende Spinne treffen und dann explodieren. Das habe ich jetzt nicht ganz. Das Flüchtigen. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ich kann ihn. Das ist nicht das richtige Haus, glaube ich. Revelio. Das muss Mary sein. Die Ärmste. Bombarde. Incendio. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr? Na. Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. In welchem Keller? Hier geht's doch nur nach oben. Das ist immer schön, wie die eigentlich alle, wie viele hier einfach sterben. Revelio.
dass ein Keller unten ist, Anna. Ach, ich mag dich, dass du so pragmatisch clever hilfst. Falls Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Also manchmal frage ich mich schon, warum in seinem Pimmel eigentlich noch ein Huten hängt. Hä, was ist denn jetzt der Sinn des Ganzen hier? Eine Leiter. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Dann gehen wir halt nicht runter. Natürlich nicht. Egal, was mich dort unten erwartet. Ich sollte auf alles gefasst sein. Ach ja. War das schon wieder für ein Geräusch? Immer diese spooky Scheiße hier. Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Was für Eiersäcke, Mann. Rivelia. Ja, für was mach ich ihn, Protego? Ein Eiersack weniger. Fehlt noch der Rest. Lazio! Defendo! Bombarda! Defendo! Ich finde Crucio gar nicht so effektiv irgendwie, ist mein Problem. Was genau meint die mit einem Lauerer in der Luft? Eure Eltern sicher wütend machen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie ist tot! Sie hat die Spinnen gezüchtet. Hä, das hast du doch... Ups. Ups. Was ist denn ein verschissener Lauerer? Verstehe ich nicht. Da, du bist ein Lauerer. Dich muss ich in der Luft schädigen. Ja, erledigt. Ah! Die Hälfte ist geschafft. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr Arranger noch mehr antut. Ah, nochmal einen. Sehr gut.
Das ist ja praktisch. Die Musik einfach, als ob ich hier irgend so ein Horror-Game spielen würde. So, wo ist denn da noch was? Da. Nein. Komm ich denn da rüber? Alle meine Nase läuft, knuddel mich mal ein bisschen. So lehrerinnenmäßig. Hier ist ja Sargasmus. Komm ich denn da rüber, hä? Ja, na und? Das hältst du schon aus. Das bisschen Schmodder. Muss doch da irgendwie da durchkommen können, oder? Muss ja gehen irgendwie. Darf ich da nicht durch? Ist das verboten? Kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen, aber ich sehe nicht. Ach, heul nicht. Bombarda. Digga, ich hab Bombarda! Kann ja hier so einen machen, weißt du, dann... Hoppala. Komm, bring! Du musst diese Eier zerstören. Legion! Incendio! Crucio! Macht der so? Contrigo! Expelliarmus! Hatte der gerade Angst? Hatte der gerade Angst vor mir? Das ist der letzte Spinnensack. Oh yeah, Spinnen, Sargasmus. Oh yeah. Ich hoffe, das ist die letzte Spinne. Hey, ich hab das doch ausgewählt. Bombard, Defendus. Lazio. Defendus. Aua. Come on.
Fäng ihn auf! Komm, trink! Ach, Mann! Jetzt habe ich den Lauch voll umsonst geworfen, den Kohllauch. So ein Mist. Egal. Dafür habe ich einen Gartenhut auf und das ist schön. Nein, halt! Das ist die letzte! Und sie ist wütend! Hm? Ich werde wohl für den Rest meines Lebens Albträume haben. Na scheiße, die Duellleistung kann ich ja jetzt gar nicht mehr machen. Shit, das habe ich nicht gesehen, dass sich das geändert hat. Mist. Hä? Naja, egal. Tod ist tot. Gute Nacht, Finn. Zu spät gesehen, wie so oft. Müsste mal ein bisschen mehr lesen. Das würde mir sehr helfen, vermutlich. Darf ich halt wieder der nächsten random Person übermitteln, dass ihr beste Freundin tot ist. Ist geil. Gefällt mir voll sowas. Macht das Spiel richtig sympathisch. Wenn man mal ehrlich ist, das ist voll der Kack, ey. Das vierte Mal oder so, dass du irgendwelchen Leuten sagen musst, dass sie tot sind. Und ich meine, die ist schon grausam gestorben in so einem Spinnennetz eingewoben zu werden, das stelle ich mir jetzt nicht gerade so vor, als wäre das schön. Revelio. To be Ernesto. Aber gut. That's life. Uah! Aber vielleicht war sie noch warm, weißt du, dann hätte man sie noch lunzen können. Mr. Dunn, ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es meiner Mary? Es tut mir leid, Mr. Dunn. Sie war ein unschuldiges Opfer. Ach, Mary. Sicher hat sie bis zum Schluss um ihr Dorf gekämpft. Ein edles Opfer. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Einfach unglaublich. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Ist mir scheißegal. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde Ihren Laden beim nächsten Mal in Arranger besuchen. Für Mary, die von uns gegangen ist.
Die nehmen das immer gut auf. Das ist schon faszinierend, ja. Die sagen, edles Opfer läuft bei dir, Digga. Es ist halt die Zaubererwelt. Die sagen sich halt mal, solange ich nicht bin, scheiß doch die Wand an. So. Wo ist hier jetzt noch? Das ist das eine. Das war's schon, oder was? Mehr kann ich jetzt gar nicht mehr nebenmissionstechnisch machen. Interesting. Da war ich noch gar nicht hier unten. Angeblich kann man hier irgendwie... Hier ist irgendwo so ein Pass, wo man durchkommt. Ah, was mache ich? Revelio, geh halt über die Mauer, ich stell ja nicht so an. Da müssen wir rein, da ist ein Trülein drin. Hallo Homora. Okay, wie brauchen wir die Truhe? Wenn ich sie denn hier... Nimm das. Muschelhonigbraun. Oh, geil, Muschel. Rebellion. Nein! Ah, das ist schon fast nervig, wenn du so eine Katze streichelst. Lass sie doch. Die hat eh keinen Bock auf dich. Wenn ich so eine Katze höre, dann hau ich lieber ab. Das ist voll gefährlich. Amillarsphären. So, haben wir die Truhen hier auch. Dann. Uff, der Besen. Miau. Versteck mich gar nicht. Ich flieg einfach über dich drüber. Kommen die mir hinterher? Nee, oder? Dafür sind die zu weit weg. Hi, Poppy. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Wilderer! Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Sehe ich so aus? Schwanz habe ich gehört. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie ging nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Klar, ich bin so mit deiner Oma. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Tust du auch. Wie kommt sie denn nur da? Du gehst alleine mit mir in den Wald. Und ich bin ein kleiner Vergewaltiger. Hier lang. Wo lang? Hier lang. Ein Centaur. Sei vorsichtig.
Mögen die mich nicht? Ein ganzes Schloss und sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Woher kennt ihr eigentlich den Weg? Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Hallo! Ich hab mich auch erschrocken. Hallo, everybody. I think you're only speaking English. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich so viel Spaß bringen, wie sie sagen. Seltsam. Vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Welcome. Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Revelio. Nach Anzeichen von Wilderern. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Pelze. Pelze. Arme Tierwesen. Da hinten. Macht er da? So ein Idiot, der trinkt einfach irgendwie abgestandenes, ekliges Bier. Das ist Koboldmetall. Widerlich. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht, aber das habe ich nie. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Desillusionation. Selbstverständlich. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen für alle. So. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Ja. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockschwanz. So, haben wir alle bis auf den einen da, oder? Ah! Ah! Crucio.
Romana.